Das war Improvisation. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht, ich habe wieder mal einen ganz grossen Spezialisten auf meiner Seite, den Younis. Moin, alles gut? Alles gut. Wir befinden uns hier gerade in der Schule und das ist auch tatsächlich realitätstreu, weil der Younis ist auch in der Schule mein Banknachbar. Im heutigen Thema geht es darum, um 10 verschiedene typische Banknachbararten. Ich glaube, jeder von euch kennt die Typen und wenn ihr findet, ja stimmt, ich habe mit diesem Beispiel wieder gesehen, dann schreibt das jetzt unbedingt mal in die Kommentare. Ich freue mich. Viel Spaß dabei. Boah, das klingt richtig laut, richtig gut. Danke dir selbstbewusst, mach mal. Wo immer zu viel Platz braucht. Bro, kannst du ein bisschen rüber, bitte? Oh, sorry, sorry, sorry. Alles gut, alles gut. Bro! Sorry, Mann. Sorry. Wo immer einschlaft. Junge, was ist los? Aufwachen. Nein, aufwachen. Alles gut, alles gut. Aufpassen, aufpassen. Ist gut. Bist du wach? Ja. Wo sich nicht laut abschreiben. Bro, was ist los? Guck nicht, Mann, guck nicht. Was ist los? Was hast du? Ich bin drü. Nur schnell, sag doch schnell. Nein, Mann, nein, nein. Das ist meine Aufgabe, nicht deine. Psst, Lutz. Was hast du? Ich bin drü. Wo ohne Red Bull nicht kann. Immer muss dran genommen werden. Liebe Klasse, was ist 2 plus 2? Herr Lehrer! Herr Lehrer, ich weiß es! Ich weiß es! Lehrer! Lehrer! Ja, Lobes? 3. Ich hab schon gedacht, dass du mich angeguckt hast. Wo alles besser weiß. Tut mir leid, Loris, aber das Ergebnis ist 4. Nein. Herr Lehrer, das stimmt nicht ganz. Also, es ist 3, weil wenn man rein theoretisch rechnet, natürlich 2, 2, 4, aber wenn man dann nachher noch 6 dazu nimmt, ist ja 10 und wenn man dann wieder 7 dann abzieht, ist es ja schlussendlich 3 und auf das haben wir ja eigentlich rausgewählt. Wo immer Kaugummi schmatzt. Warum musst du mehr essen? Wieso immer Kaugummi? Sorry, Blumi. Wieso bist du immer am Essen? Ich nehme los, ich nehme los, Mann. Hör doch mal auf jetzt! Schmatz doch nicht so! Voll der Assi, ey. Du bist der Assi. Wo seine Schuhe muss abziehen. Oh, was riecht hier so? Gar nicht. Irgendwas riecht hier doch, Mann. Was ist das? Schnitt? Hoffe ich doch. Schnitt. Wo furzt und es lustig findet. Mann, ja. Wo heimlich furzt und windet. Digga, hast du deinen Faden gelassen oder was? Nein. Riecht ja aber immer noch komisch, oder? Nein. Wo immer muss provozieren.
und nicht drangenommen werden. So, liebe Schüler, die nächste Aufgabe, 2 plus 2. Wer weiß es? Keiner? Will sich nicht irgendwer melden? Loris? Ja? Wo übertreibt und ausrastet. Okay, die nächste Aufgabe. Welche Zahl kommt nach der 3? Loris? Immer nehmen sie mich dran, Mann! Immer mich! Nur weil ich weiss bin! Nimm doch mal ihn dran, Herr Lehrer! Ich hab auch keinen Bock mehr. Schon, das wär's gewesen. Die 10 verschiedene Banknachbarn, die immer wieder vorkommen. Wenn ihr so einen Banknachbar kennt, dann schreibt das unbedingt mal in die Kommentare rein. Und das war es wieder mal gewesen. Mit dem Younes, den Account vom Instagram-Kanal verlinke ich jetzt mal in die Infobox. Und ich freue mich auf einen Daumen hoch. Und wenn ihr euch das nächste Video anschaut, oder sonst halt nächstes Samstag. Und das Abonnieren nicht vergessen. Wir haben jetzt noch Hausaufgaben bekommen. Wir können jetzt lernen. Du meinst PlayStation spielen, oder? Ich kann PlayStation spielen. 5-0 für mich. Tschüss zusammen! Thank you.